One small step for man, one giant leap for mankind. Ich weiß immer noch nicht, was das soll. Die sind doch verrückt geworden. Einfach unglaublich, wie mich Picasso hintergangen hat. Sonst bin ich immer der Hinterhältigere. Wir müssen irgendwas unternehmen. Eindeutig. Du redest nicht viel, oder, Mr. Buttons? Er heißt Mr. Buttons, und ja, er redet nicht viel. Was dagegen, Kameko? Nein, sorry, war nicht so gemeint. Ja, ja. Na gut. Ich hab schon einen Plan. Kommt mit. Pussis. Oh, da bin ich ja gespannt. Also, alles klar? Wir entführen Enzo und verlangen die Auflösung des Antikatzenbunds. Okay? Okay. Verstanden. Los geht's. Hier wohnt Enzo. Nahezu passt es ganz gut, dass er abgelegen wohnt. Ich zieh ihm dann ein Maulkorb um, während du ihn ablenkst. Okay. Korrekt. Auf geht's. Woho? Das ist nicht lustig. Enzo? Enzo. Ich bin es, Mittens. Hoch. Mittens. Was machst du denn hier? Ich wollte dich nur im besuchen. LOL. Besuchen. Das finde ich aber schön. Alles gut bei dir? Ja. Nein, was wollt ihr mit mir machen? Nein, wieso tut ihr sowas? Ah. Lass uns mal Enzo besuchen, der soll Heidelbeerkuchen gebacken haben. Lull. Okay. Enzo? Enzo? Wo bist du? Wir wollen deinen Heidelbeerkuchen probieren. Lull. Enzo? Ich bin's. Wiegis. Wo bist du? Ich guck mal nach. Enzo. Enzo. Komm her. Oh mein Gott, Mittens. Guck dir das an. Hallo, ihr fragt euch bestimmt, wo Enzo ist. Wir, die Katzen, haben ihn entführt. Wenn ihr ihn wieder haben wollt, mit Heidelbeerkuchen, müsst ihr den Antikatzenbund auflösen. In Hass, die Katzen. Oh nein, der Heidelbeerkuchen. Und Enzo. Ah, guck mal, das sind ja tolle Zeichnungen. Jetzt hör aber auf, Wieges. Hey, Wieges. Wir müssen etwas unternehmen. Wie wär's, wenn die den Ego-Hund und den aggressiven Hund um Hilfe bitten? Gute Idee, wir rufen den aggressiven Hund gleich mal per Skype an. Den Ego-Hund kann ich ja dann danach mit dem Telefon anrufen. Okay, los geht's. Hallo, hier ist der aggressive Hund. Wieso ruft ihr mich an? Wuff. Wir brauchen deine Hilfe. Von Hund zu Hund. Enzo wurde entführt. Von Katzen. Katzen? Sie sagen, dass sie ihn erst zurückgeben, wenn wir den Bund gegen Katzen auflösen. Das können wir nicht zulassen. Bitte hilf uns. Okay, das ist echt krass. Enzo wollte doch Heidelbeerkuchen machen. Das kann ich nicht zulassen, dass sie unsere Ehre nehmen und gleichzeitig unseren Heidelbeerkuchen auffressen. Ich komme sofort. Super. Wir sind bei uns zu Hause. Okay, bis gleich. Hallo, Picasso. Was ist los? Die Katzen haben Enzo und den Heidelbeerkuchen entführt und fordern die Auflösung unseres Antikatzenbundes, wenn wir sie zurückhaben wollen. Bitte hilf uns. Was? Ich komme sofort. Super, bis gleich. Die werden keine andere Wahl haben, als den Bund aufzulösen. Diese blöden Köter. Wir haben alles in der Hand. Die können nur verlieren. Ha ha ha. Miau miau, ich bin's, die aggressive Katze. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass ich schon stolz auf eure Arbeit bin, lol. Macht weiter so. Ich kann leider nicht kommen, weil ich gerade mit ein paar aggressiven Mäusen und Ratten zu tun hab. Ich brauch keine Hilfe. Und bevor ich es vergesse, abonniert die aggressive Katze, sonst gibt's Kratze, miau miau. Komm her, du dumme Katze. Pieps. Wir werden dich besiegen. Pieps. Wir sollten ihr wirklich helfen.
Mäuse und Ratten sind nicht so harmlos, wie sie aussehen. Mittens. Hörst du eigentlich nie zu? Sie hat gesagt, sie braucht unsere Hilfe nicht. Also meint sie es auch so. Und nun Klappe halten. Wenn du meinst... Wuff. Wuff. Der Anti-Katzenbund wird mich retten, ihr Flohbündel. Wuff. Haha, das glaubst du doch selbst nicht. Wir werden sehen. Weißt du eigentlich, was für ein Fake-Kerl du bist? Nur weil du aggressiv nicht schreiben kannst, oder was? Ich bin kein Faker, guck mich doch an. Bin ich ein Rottweiler oder was? Keine Augen im Kopf, was? Nun hört doch mal auf zu streiten. Ihr Streithähne. Sonst werfen wir euch den Katzen noch zum Fraß vor. Auf dem Mars oder Mond ist er bestimmt nicht. Das weiß ich, ganz sicher. Also ich hätte eine Idee, wo sie sind. Folgt mir. Hier dürften sie sein. Mittens und Mr. Buttons haben dort ihr Versteck. Ich wette drauf. Ich hoffe, du hast recht. Auf geht's. Mal schauen, ob du recht hattest. Was ist da los? Guck auf den Sensor. Es sind Eindringlinge. Natürlich sind es die Hunde. Aber wie ist das möglich? Ach was, ich verriegel einfach schnell die Türen. Ich glaube, Sie haben den Strom abgestellt. Ja, das haben wir. Wenn ich ihr alle wäre, würde ich mich nicht umdrehen. Wieso sollten wir auf euch hören? Ihr miesen Köter. Irgendwann später. Puh, da hatten wir nochmal Glück gehabt. Die Katzen waren ganz schön raffiniert. Auf jeden Fall. Ich dachte schon, das schaffen wir nie. Ich find's toll, dass wir wieder beisammen sind. Ihr seid echt tolle Freunde. Und jetzt gibt's Heidelbeerkuchen.